Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammcard gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Borussia Dortmund, Leute. Heute geht's in die Wintertransferphase. Wir müssen auf jeden Fall einen neuen Torhüter kaufen, weil wir haben Birki verkauft. Also das steht auf jeden Fall als erstes Mal an. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Wie immer gerne kostenlos abonnieren, die Glocke aktivieren, Tisch einschalten. Macht die 1 Milliarde Likes voll, Leute. Ihr wisst Bescheid. Checkt noch wie immer gerne meinen Shop aus. Ja, nice ist ein schwarz-weiß als die Shorts Pullover. Wie immer in Rot, Grün, Blau und in Orange. In den 4 Farben die neuen Nice Designs. Gerne abchecken. Alte Designs in den 4 Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start. Handyhüllen haben wir auch am Start, Leute. Orange, Blau, Rot und Grün. Und natürlich gratis Autogrammkarte. Gebt zu eurer Bestellung dazu. Checkt mal gerne aus, wenn ihr Bock habt, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Danke euch für eure Unterstützung. Wir werden jetzt als allererste Amtshandlung erstmal den guten Antoine Richard verpflichten. Weil der auch schon 17 ist und er jetzt wahrscheinlich sagen wird, ey, ich will in die erste Mannschaft oder ich bin weg. Als nächstes wahrscheinlich dann irgendwann Gutier. Die beiden werden wahrscheinlich auch verpflichten, auch wenn die jetzt nicht die allerheftigsten sind. Aber wir haben zu viele Torhüter, weil wir haben in der letzten Folge auch schon Jugendtalent als Torhüter verpflichtet. Und den werden wir auch bald, spätestens am Ende der Saison, hier in die erste Mannschaft holen, Desmet, und dann auch in die Nationalmannschaft. Aber jetzt hier erstmal Antoine Richard, weil der schon lange dabei ist und der hat ein 87 bis 93 Potenzial und das hält sich auch die ganze Zeit, also das ist nice. Und eine 64er Bewertung, fast 1 Million Mark wert. Let's go, ins Profiteam übernehmen. Schauen wir mal, ne, ob der sich hoffentlich, ich würde es mir wünschen, dass er sich durchsetzen wird. Aber wir werden natürlich versuchen, den auch erstmal zu verleihen, ist auch ganz klar. Hier, Rotsche, den haben wir noch, oder Roch, den haben wir noch verpflichtet. Digga, Einstellen-Skills als Torhüter, okay, aber Einstellen-schwacher Fuß, was ist das denn, Mann? Oh mein Gott, Eigenschaft hat er auch nicht. Ja, Richard hat auch keine Eigenschaft. Digga, 5 Sterne Skills, kann auch Mittelstürmer spielen, das ist natürlich nice. Boah, 5 Sterne Skills findet man nicht oft. Tempo 65, 57 schießen, Alter, WTF. 65 Tempo nur. Naja, müssen wir mal abwarten, Leute. Müssen wir mal abwarten, aber wir werden den auf jeden Fall versuchen auszuleihen und dann gucken wir mal, ob der sich entwickeln wird, eventuell, oder nicht. Wir werden es sehen, Alter. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe da erstmal, dass er ausgeliehen wird, weil dann kann er sich auch entwickeln, wenn er ausgeliehen ist. Und diesen Rotsch oder Roch werden wir natürlich auch dementsprechend verleihen. Den haben wir auch schon auf die Liste gesetzt. Richard setzen wir jetzt mal drauf. 2 Franzosen. Hier haben wir den schon. Ja, ist auf der Leihliste. Wo ist Richard? Wo bist du, Richard? Wo ist er, Digga? Hä? What the fuck? Oder wo bist du, Richard? Ah, hier, da ist er doch. Okay, auf die Leihliste. So, dann wollen wir mal gucken, Alter. Nice, Alter. 5 Sterne Skills, Jugendspieler. Sind schon selten, Alter, muss man ehrlich sagen. So, die letzten 2 bzw. 4 Tage, dass Birki noch Spieler von Borussia Dortmund ist. Danach wird er den Verein verlassen. Und wir stehen ohne Torhüter da. Nicht gut. Gar nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Oh, Monatsbericht der Jugendmannschaft ist da. Na gut, haben wir gerade schon gesehen. Von daher brauchen wir uns das jetzt nicht nochmal so punktgenau anschauen. Danke, dass die Laie, ja, Laie wird mir gut tun, kein Ding. Trainingsverletzung, nein, wird sich verletzt. Überdehntes Knie, Phil Foden, 3 Wochen, shit, Mann. Jawohl, ist gerade eh Winterpause. Schauen wir nochmal, ob hier irgendwelche Werte aktualisiert worden sind. Aber sieht fast genauso aus. 1,1 Millionen Mark wert. Oh, der ist hochgegangen. Hat derzeit halt nur 75 bis 89 Potenzial. Ist halt jetzt nicht so krass. Muss man mal ehrlich sagen. Na, müssen wir abwarten, ey. Müssen wir weiterhin abwarten. Okay, Foden fällt also erstmal aus. Ist aber nicht schlimm, weil eh noch 3 Wochen das Ganze dauert, bis das nächste Spiel stattfindet. Denn ihr wisst es ja, es ist ja eine Winterpause, eine kleine hier in der Bundesliga am Start. Das Ding ist halt bei Donnarumma, wir können jetzt mal verhandeln. Der Vertrag läuft halt aus in 6 Monaten. Eigentlich könnten wir den jetzt ablösefrei holen, wenn der halt nicht erst 21 wäre. In der Karriere kann man ja leider nur 23-Jährige ablösefrei verpflichten. Warum wollen die trotzdem 53 bis 106 Millionen, Alter? Der hat 88 mittlerweile, Alter. Scheiße, die waren an. Ja gut, kann ich verstehen, Alter. Aber der Vertrag läuft doch aus, Alter. Was ist los mit euch? Scheiße, Mann, eigentlich können wir den ablösefrei verpflichten, Alter. Das ist so bitter, ne? Ey, das ist so bitter, Mann. Eigentlich wird es ablösefrei funktionieren. Ich meine, 30 Millionen können wir bieten. Aber wenn die safe direkt nein sagen. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit dem passiert. Wenn die jetzt den Vertrag nicht verlängern sollten, Mailand. Was passiert dann? Ja, scheiße. Was passiert dann mit Donnarumma? Was ist passiert mit dem, Leute? Wird der dann automatisch ein freier Spieler? Das heißt, wir könnten in der nächsten Saison als freien Spieler verpflichten, oder... Was passiert mit dem? Verlängert sich der Vertrag automatisch? Das habe ich immer mal wieder überlegt gehabt, was dann passiert, und wollte immer mal wieder beobachten. Im Endeffekt habe ich immer vergessen, darauf zu achten. Diesmal werden wir aber darauf achten, das kann ich euch versprechen.
Der Stegens-Vertrag läuft leider auch nicht aus. De Gea leider auch nicht. Scheiße, Neuer sogar auch nicht. Den Jugendspieler von Bayern werden wir höchstwahrscheinlich holen, weil der Typ 94 Tempo hat. Läuft. Dann müssen wir Meret verpflichten, weil er vorher ausgeliehen ist. Müssen wir wahrscheinlich Meret verpflichten. Wir werden mal kurz verhandeln, aber die wollen wahrscheinlich wie immer ihre 26 Millionen haben. Obwohl das auch sogar knapp wird, ne? Das wird sogar auch knapp, Alter. Mit 26 Millionen, ey. Ich weiß gar nicht, weil der ist ja jetzt schon eine halbe Saison länger hier. Könnte sogar sein, dass es knapp wird, 26 Millionen. Wir gehen mal auf 25, weil sonst kriege ich immer so für 26 meistens. Oh, du nimmst direkt an, Alter, krass. Ah, kommen wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen günstiger weg. Aber da hätten wir eigentlich auch noch den und genau das Cash für, hier, Bernardo übrig. Das würde eigentlich ganz gut passen, weil der wird wahrscheinlich so, ich sag mal, 3 Millionen, 4 Millionen kosten. Ich denke mal, für den Preis sollten wir den schon irgendwie kriegen. Wir schauen mal. Vielleicht kommen noch irgendwelche Angebote rein. 4 Punkte sind wir vor Bremen. Wir haben das letzte Spiel leider unentschieden gespielt. Ach, ausgeliehene Spieler kommen zurück. What the fuck, wie viele kommen jetzt zurück? Alter, scheiß die Wand an. Oh, nee, Digga. Warum sind die jetzt alle zurückgekommen? Transferangebote für Zagadou. 27 Millionen bieten die. Warum bieten die so wenig, Junge? Digga, wollt ihr mich verarschen? Der hat einen Marktwert von 34 Millionen. Ihr bietet 27. Wen wollt ihr denn verarschen? Warte mal, läuft der Vertrag aus von Zagadou oder... What the fuck, Alter? Warum geben die uns so wenig? Was ist das? Müssen wir mal kurz schauen, ob der Vertrag von Zagadou ausläuft. Das ist eine mega Verarsche gerade. Alter, so wenig, Mann. Unter Marktwert. Nur weil die Form schlecht ist oder was? Ah, Vertrag läuft in einem Jahr aus. Aber gut, der hat noch ein Jahr und 6 Monate. Easy, behalten wir noch. Den behalten wir noch. So, warte, wir müssen jetzt die, die zurückgekommen sind, erstmal wieder auf die Leihliste setzen. Ich finde es auch schade, dass man immer nur für ein Jahr die Leihen machen kann. Das ist wirklich schade. Weil sonst, wenn man Spieler ausleiht, kann man ja auch sagen, dass man den 2 Jahre ausleihen will. Der Karl Grüner hat sich auch nicht so wirklich krass verbessert. Na egal. Deswegen ist so das Ding, ne? Und wir können jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich will den für 2 Jahre ausleihen. Wer ist noch zurückgekommen? Irgendeiner ist noch zurückgekommen, Alter. Wer war das? Wer ist noch zurückgekommen? Es sind nur 3. Das war noch einer. Karl Grüner. Buffon, ne? Der ist noch ausgeliehen, Digga. Der ist noch... Es war doch noch einer, Alter. WTF, bin ich gerade blind oder bin ich blind? Bin ich blind oder bin ich blind? Was ist hier los? Balerdi, der war noch. Und da war noch einer. Ah, unbehauen, genau hier. Hat sich sogar noch verbessert. Setzen wir auch nochmal drauf. Naja, müssen wir schauen, Alter. Mal gucken, ne, ob sich einer von denen noch verbessern würde oder nicht. Bleibt abzuwarten. Wir gehen erstmal in die nächste Trainingseinheit. Zack, Simulation. Und Zagadou geht hoch. Saliba kennt eigentlich, wie gesagt... Sobald ein Innenverteidiger auf 84 ist, kriegst du eigentlich locker 50, 60 Millionen für den. Und dann kommt Tottenham, bietet um 27 Millionen, Alter. Zagadou ist auf 84, das ist verarsche. Aber warum ist der Marktwert nur 34 Millionen von Zagadou? Ist auch relativ gering eigentlich, ne? Irgendwie komisch, Alter. Interesse an Hakimi, oh, Transfergebot für Havertz. 117 Millionen, what the fuck, Alter. Scheiß die Wand an. Ach du Scheiße, Alter, 117 Millionen, yo. Die übertreiben direkt komplett. Valerdi sind wir uns einig, Super sind wir uns auch einig. Alter, 117 Millionen, was geht denn da ab? Für wie viel haben wir Havertz damals geholt? 50, 60, irgendwie sowas. Alter, der ist jetzt auf eine 88 hoch. Oh, das ist natürlich nice. Wir können bis zu 193 Millionen verlangen, ey, what? Wir fahren dann mal kurz hier mit Zagadou, Alter. Wenn die 60 Millionen zahlen würden, würde ich ihn, glaube ich, abgeben. Ja, für 60 Millionen können wir ihn abgeben, Alter. Dann können wir uns Donnarumma holen, dann können wir uns... Na gut, dann wird wahrscheinlich nichts mehr übrig bleiben, wenn wir Donnarumma geholt haben. Aber 60 Millionen würde ich schon ganz gerne haben. So, 60 glatt. Let's go. Schauen wir doch mal. Mal gucken. 27. Ey, die gehen von 27 glatt auf 27,2. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Digga, was ist los mit denen? Gehen wir auf 57. Aber werden die eh nicht machen. 28. Oh, Digga, die gehen eine Million hoch. Alter, was ist da los mit euch? Nee, nee, nee. 48 machen wir nicht. Nicht so großzügig, ne? Nicht so großzügig. Ja, dann nicht, Alter. Ey, der jetzt, das ist ein Witz, ey. Ohne Scheiß, das ist ein Witz. 28 Millionen. Junge, der Marktwert ist bei 34. Was wollt ihr? Das ist ein absoluter Witz gewesen. Havertz werden wir uns auch noch drum kümmern, Alter. Krass, Alter. 117 Millionen ist schon hart, ey. Ah, warte, da, ich hab vergessen. Monatliches, ich wollte gar nicht simulieren, Alter. Monatliches Scouting-Update war doch noch da. Scheiße, Alter. Wollten wir auch noch machen. Fast vergessen. Hier, schauen wir mal, ne? Wir haben ein bisschen Platz. Wir haben 2 Spieler verpflichtet, also wieder Platz. In der Jugendmannschaft, obwohl wir hatten, glaube ich, noch vorher Platz, von daher egal. Aber für die Spieler brauchen wir keinen Platz, Alter. Für die Spieler brauchen wir gar keinen Platz, Alter. Da brauchen wir eiskalt gar keinen Platz für. Naja, gut. Machst du nix, Alter. Machst du gar nichts.
Na gut, weiter geht's erstmal noch. Rashica immer noch mit 13. Oh, Osako auch mit 10 Treffen, Alter. Krass. Mbappé auch mit 10. Ah, Osako, da ist er. Sogar Spieler des Monats geworden, Alter. Im Dezember. Kennt er nichts, Alter. Noch ein Transferangebot. Warum haben die. Haben wir Zagadou auf der Transferliste? Das will ich mal uns kurz abschicken. Und wieder nur 27 Millionen. Also ich fühle mich, ehrlich, ich muss sagen, ich fühle mich leicht verarscht. Weil das sind wirklich Angebote, die sind ein Witz. Von Liste streichen. Oh, wir haben den auf der Liste, deswegen. Scheiße. Ja gut, das ist natürlich immer so, wenn du den... Warum ist der sehr unglücklich, Alter? Scheiße. Wenn der natürlich auf der Liste steht, bieten die natürlich generell weniger, weil die wissen, wir wollen ihn verkaufen. Naja, dann packen wir den erstmal wieder runter, Alter. So nicht, ey. Nicht mit mir, Alter. Nicht mit mir, Leute. So, das war es erstmal soweit von der heutigen Folge. Nächste Folge geht's weiter, dann werden wir, denke ich mal, den Torwart verpflichten, dann gucken wir mal, was mit Havertz, vielleicht wechselt Havertz noch mehr, wer weiß. Checkt mir gerne meinen Shop aus, Leute, nice Design, schwarz-weiß als T-Shirt, Pullover in rot, in grün, in orange und in blau, ja, in den vier Farben, die neuen Designs, alte Designs gibt's auch in den vier Farben, Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice. LED-Lampe haben wir noch am Start, Handyhüllen, orange, blau, rot und grün und gratis. Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Checkt's aus, wer Lust hat, abchecken. Das war's von der heutigen Folge, macht's gut, ich hoffe, ihr seid im nächsten wieder dabei, haut rein und... Ciao.